Und weiter geht's im Dead Island Riptide Let's Play. Ich lasse mal die ganzen Sachen hier links liegen, beziehungsweise rechts liegen, die Equipment. Wir rennen direkt Richtung Main Quest. Denn die Main Quest ist meistens dann doch ein paar Minuten länger, deswegen wollte ich das jetzt beim letzten Let's Play nicht mit einbauen. Ich mir gedacht habe, da machen wir doch eine eigene Aufnahme. Schön am Suicider vorbei. Ein bisschen erholen lassen. Da oben nämlich ein Fark steht. Und oh, der ist gar nicht da. Okay. Wundert mich jetzt. Vielleicht steht das Auto noch hier oben. Jawohl. Das passt ganz gut, Porna. Dann setzen wir kurz einen Pin auf der Map. Weil wir müssen... Wir fahren am besten bis hierhin. Das ist ja nicht wirklich weit, aber... Spart schon ein bisschen Zeit, wenn wir jetzt das Auto nehmen. Aus dem Weg. Corona ist am Auto fahren. Da geht's rechts rein. Welche Waffe haben wir? Das ist keine Boo. Wenn wir nehmen mal den Slicer. Ruhe. So, immer schön alles aufnehmen. Nee, die lassen wir da stehen. Wir müssen jetzt hier nicht alle Gegner killen. Ein Kletterporner. Richtung Main Quest. Infected. Oh, der hat mich schon gesmeckt. Schnauze. Schnauze, Fury. Oh, der war cool. Der war extrem cool. Bei dem war das nicht so einfach hier. Junge, du siehst ziemlich ungesund aus. Ich würde mal zum Arzt gehen. Und tschüss. Ja, ich habe gesagt, wenn man ein gutes Aiming hat und den Hals anaimt, dann hat man natürlich gute Chancen, da sofort einen Critical Hit hinzubekommen. Jetzt mal einen Moment. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir genau sind. Ja, wir sind ja schon fast richtig. Bin verleitet, direkt übers Wasser zu gehen. Und das war ein Infected. Oh, geil. Fuck it. Oh, Glück gehabt. Jetzt haben wir aber echt Glück gehabt. Der, auf einmal springt der da runter ins Wasser. Kannst du nicht machen, Junge. Ne, wir gehen hier ganz entspannt durchs Wasser. Mataka Village. Steinklotz da. Oh, wir werden verfolgt von einem. Einer. Ruhe ist. Die ist vielleicht noch warm. Naja gut, wir sind ja selber ein Mädchen. Ja, Purna, was denkst denn du? Da ist hier voll. Die Welt ist am Untergehen. Das Paradies ist kein Paradies mehr. Workbench. Warum nicht? Gerade mal schnell unsere wichtigsten. Gut, die Sichel hätte ich mir jetzt sparen können. Aber ist egal, wir haben genug Kohle. Wir sind rich, bitch. Würde Zambi jetzt sagen. Ah, cool. Der hat bestimmt was. What do you want? If you're looking for Marcus, he's not here. Nicht? Easy. He sent me to get something from his heart. No one is coming in here. My brother is deathly ill. Do you understand? Den bringen wir um. You're letting me in. I'm sorry about your brother, but that doesn't really involve me. We were fine until you people came here. Now look what you have done. What you have unleashed. Wir? You want my help? Then you will help my brother. Ja, den bringen wir um, so ganz einfach. His temperature keeps changing. One minute he has a fever, the next he is hit with chills. He gets the shakes. You bring him some medicine and I will let you in. Oh Mann, ey. I'll do my best. Once you bring the medicine, I'll open the gate. I need your help, Harlow.
Got a medical situation here. What's going on? I'm fine. Listen, it's a long fucking story. I need to figure out what's wrong with someone and then treat it. Hold on, I'll get Dr. Hansen. This is Dr. Hansen. I hear you need to help someone sick. But what's wrong with him? He has fever, chills, and the shakes. Do you have medicine for this? It sounds like the beginning stages of malaria. Medical supplies were all lost in the monsoon. But you can treat it with Jesuit bark from the same cola tree. There's a grove of them on a hill near the destroyed road. Once you have the bark, tell him to chew on it. Okay, I'll find some of that bark. Thanks. Na super. Wow, na immer 200 Meter weg. Ey, alter Schwede. Wahrscheinlich musst du jetzt von allen dreien. Ja. Naja, da unten ist ja ein Boot und bei dem einen kommt man, glaube ich, mit Wasserweg hin. Schauen wir mal. Wir sind hier. Müssen links. Oh, Jesus Gott. Das wird eine lustige Fahrt für Mumsi, der Kartenlegastheniker-Leser ist. Eigentlich kann ich ja mit Karten echt umgehen, ja. Ich finde das ja witzig gemacht, aber irgendwann ist das nervig. Sind wir hier richtig, by the way? Ja gut, so kommst du auch zum Ziel. Eigentlich sind wir falsch. Mal gucken, ob wir... Ja, vorne links hoch. Oh, Entschuldigung, ich habe ihn wehgetan. Ich glaube, hier sind wir jetzt richtig, ja. Oh Gott. Dann sind wir vier aufstehen. So viele. Aua. Aua. Lass mich in Frieden, ey. Du auch. Geh weg, ey. Oh. The fuck, man. Give me a race, man. Sieht eigentlich so aus, als würde er aufstehen wollen. So, jetzt müssen wir diesen Baum da suchen, oder was sie da gemeint hat. Weil da hinten brennt schon wieder einer. Oh Gott, euch geht's gut, oder was? Dann lassen wir die erstmal zu uns kommen, die noch nicht brennen. Na gut, wenn die laufen, werden die wahrscheinlich aufhören zu brennen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade einen Step zurücknehmen und ein Health Pack nehmen, aber es wird wohl nichts. Na komm. Ja, die packen wir schon. Ja gut, dafür ist natürlich die... fuck me. Das sind Infected. Hätte man das lieber mal mit den Infected gemacht. Aber gut, kann man ja vorher nicht wissen. Oh, ist das ein Thug? Ne, ist ein Walker. Ihr merkt, ich habe immer Schiss, wenn da irgendwann Kack von mir ist. Weil die natürlich schon ziemlich heftig sind. Das ist der Trick. Okay.
Ja, müssen wir echt. Die Frage ist, müssen wir jetzt alle. Ja, wir müssen, glaube ich, alle holen. Scheiße. Was steht denn im Quest? Müssen wir alle holen? Ich riskiere es mal mit dem einen zurückzufahren. Interessiert mich jetzt. Ich habe ja genug Zeit, ist mir jetzt egal. So, Markierung setzen. Ich will das wissen, ob es reicht. Ja, aber wobei, sonst. Nee. Du musst alle holen. Du musst alle holen. Nur wenn du alle hast, ändert sich das Quest-Ziel. Also müssen wir alle holen. Ja, okay. Also gut. Laufen wir zu Fuß. So, also warte, ich wollte gerade sagen, das wird ein bisschen knapp sein, aber war mal weit genug weg. Vor diesem Feuerding habe ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Oder hat ein Messer. Perfect, man, perfect. Also perfect slice. Wer steht da auf? Ach du. Du bleibst schon lieber liegen. Hast du keinen Grund, mich anzugreifen. Komm, Pirna, schneller. Wir müssen doch nur ein Stück Holz holen. Na komm schon, Schatz. Bonsai. Was, Bonsai? Auf zum nächsten, auf zum Atom. Können wir gerade wieder zurücklaufen. Das ist gar nicht so weit weg. Ja, klettern. Chicka, 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 chick. Mal gucken, was wir hier finden. Oh nein, ein Suicider. Here. Ja, genau. Zeig mir mal, was wir hier finden können. Ein Knife? Oh, mit 900 schon auf Anfangsstart. Gerade mal noch schnell reparieren, wenn wir schon hier sowieso in der Nähe was haben. Ja, noch 900 ist gar nicht so doof. Wir gehen gerade weiter. Machen da nicht lang rum. Sollen wir nach oben? Ja, in die Richtung ist richtig. Oh nein! Warte mal. Müssen wir den Venom Slicer nehmen? Weil mit dem Venom Slicer fängt uns der Freund da oben an zu kotzen. Ja, jetzt fängt er an zu kotzen. So sind die nämlich auch recht einfach zu killen. Also so hat eigentlich jeder Gegner seine spezielle Waffe, mit der er am einfachsten zu killen ist. Ja, komm, infected. Yes! Lady, you're dead right now. Oh, 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 ich hab schon gesehen. I see, I saw it. Oh, oh, oh. Energie. Kotzen. Sehr schön. Boah, der geht mordschnell down mit diesem Venom-Mod, ey. Alter Schwede, das ist voll geil. Oh, ist genial. Ich habe die Kiste hinten schon gesehen. Jetzt können wir noch ein bisschen einsammeln. Die Kiste will ich haben. Da ist bestimmt eine Waffe drin. Ja, man. Metal Baseball-Bag. Okay.
So, wo ist das Holz? Ladies, da vorne liegt's. Jawohl. Ripper. Ja, genau, erst jetzt können wir wieder zurück. Erst jetzt dürfen wir wieder zu unserem Freund im Baum. Da steht irgendwo ein Suicider. Aber nicht hier. Der steht auch gleich wieder auf. So, auf geht's. Richtung nach Hause. Mal gucken, ob ich den Wasserweg gleich finde. Man kann mal kurz schauen. Wo müssen wir denn? Wir müssen runter. Links, rechts und geradeaus. Mal gucken, ob wir das schaffen. Da sind wir wahrscheinlich jetzt schon falsch. Ah ne, passt noch. Und die Richtung, glaube ich, ist richtig. Ich muss da immer gucken, ich finde das so verwirrend. Kurve, Kurve, Kurve. Jawohl, hier sind wir vorhin schon durch. Ja, Attacker, genau. Oben rechts sind wir. Oh ja, klar. Bringen wir noch mehr Zombies. Oh, das ist ein Fuck, Scheiße. Fuck. Boah, das ist ein Fuck, Alter. Geh doch weg, du warst doch außerhalb der Reichweite, Bruder. Oh mein Gott, he's got a leg off. Arm off. Ja, geil, komm, fit. Fuck me. Auf geht's. Die Missionen sind noch gar nicht so schwer eigentlich im Prinzip, aber die Gegner sind zum Teil schon ziemlich heftig. This should help you, brother. Now open the gate. What is this? No medicine? It's medicine. To talk to my father. We will decide what to do. Jawohl, danke schön. Was zu Batram? Komm on, Batram. Batram. Ich quatsch noch nicht zu dir. Ich möchte erstmal einsammeln, was hier alles rumliegt. Bevor da irgendwas ausgelöst wird. Energy Drink. Ding, 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 ding. Was haben wir denn da alles? Painkillers, dafür kriegen wir 1300 bei unserem Freund. Ja, mehr gibt's hier nicht. Dann quatschen wir mal mit Batram. Was hast du zu sagen? This is for your son. It'll make him better. What is this? The bark of a tree. I was expecting aspirin or antibiotics. I can go find my own tree bark. We lost all of our medicine, but I talked to a doctor and she says this is the same thing. If this doesn't work, I will come for you. Now what do you want? I need to get a map that Marcus told me would be here. Those are his things. Take whatever you want. Jawohl. Was? Wir müssen, achso, wir müssen die Map. Ja, da ist sie doch schon. Nothing. Achso. Okay. Oh, warte mal, der hat was für mich. Ja, ein Throwing Knife. Oh, was hat der denn da? Claws mit 600. Da, diese Sichel beispielsweise, die ist jetzt lila. Die ist sauteuer und ist sehr, sehr selten. Aber was er da sonst noch hat, interessiert mich eigentlich nicht. Obwohl die Sichel natürlich gleich mit 1060 anfängt. Oder auch hier dieses K-Knife. Es macht aber keinen Sinn, echt, also diese Melee-Weapons zu kaufen, weil, oh, der hat Floater-Meat. Ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja, ist langweilig, was er hat. Ich verkaufe jetzt mal meine Sachen, die mich hier nicht interessieren. Knife interessiert mich nicht. Die Werte sind einfach zu schlecht. Ja, ich habe selber eine Siegel mit 800. Nee, das macht nicht viel groß Sinn. So, ein bisschen Geld eingesackt. That fucking idiot. This isn't a map of the tunnels. Just a part of the jungle. Why the hell would Marcus keep notes on the natives' rituals? I've got a bad feeling about this. Mhm. Da werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar andere Informationen finden. Nothing. Sonst finden wir nichts. Ja. Moment, da ist noch was rot. The map I'm looking for isn't here. Does he have any other papers around here? No, and I warn you not to be friends with that man. He's not my friend. I only talked to him because I needed help. His help? He doesn't help anyone. He's evil, that one. Pure evil. That's why the elders chased him away. I heard that he wanted to recreate the old rituals. The old, terrible rituals of the distant past. He was warned that those rituals only unleash evil, but he wouldn't listen. He kept trying and trying, and then the elders finally had enough. They banished him, told him never to come back. Why was he trying to recreate those rituals? I need to care for my son. You want answers, you get them yourself from Marcus. Okay. Go to Halai. Gut, aber um diesen Weg nach Halai werden wir uns im nächsten Let's Play widmen. Wir machen hier einen Schnitt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Mal gucken, was wir auf unserer Reise zu Marcus noch alles entdecken werden oder rausfinden werden über den netten Mann. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, werde noch meine Waffen reparieren und dann geht's weiter im nächsten Teil. Euer Mumsi.